Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Für einige ein Leider, für die anderen vielleicht sogar ein Endlich. Bei mir ist irgendwas dazwischen. Ich freue mich zwar auf die Schule, aber natürlich trauere ich auch ein bisschen meinen letzten Sommerferien nach. Ich mache nämlich dieses Jahr Abi und teile hier auf meinem Kanal jede Woche neue Tipps zum Thema Schule, Lernen und Organisation. Heute geht es um Dinge, die du noch unbedingt vor dem neuen Schulbeginn machen musst. Viel Spaß dabei. Ein großer Struggle von mir ist morgens immer mein Outfit rauszufinden oder rauszulegen vor allem. Ich bin eine Person, ich muss mich immer in meinen Outfits wohlfühlen, um dann eben auch so eine Confidence auszustrahlen, mich zu melden im Unterricht und einfach gut mitzuarbeiten, weil ich mich natürlich auch comfortable fühlen muss in meinen Sachen. Und deswegen mag ich es sehr gerne, wenn ich vorher schon plane, was ich alles anziehe. Natürlich kann ich nicht für alle, was weiß ich, 200 Tage und jetzt noch mehr, oder? Ich weiß gar nicht, aber es wäre mal interessant. Wie viele Tage gehen wir im Jahr zur Schule? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall für diese ganzen Tage mein Outfits rauszulegen, natürlich viel zu übertrieben. Was ich gerne mache, ist mir vor dem neuen Schulbeginn Outfits raussuchen, die ich theoretisch anziehen könnte. Also 5 Outfits, die mir gerade sehr gut gefallen, die ich anziehen könnte, die nicht komisch wirken, die bequem sind und die ich einfach schnell morgens anziehen kann, wenn ich nichts anderes weiß, was ich anziehen soll. Ich wurde auch schon so von euch gefragt, ob ich mal ein Lookbook machen kann und ich glaube, ich werde es wirklich mal machen und euch ein schönes Schul-Lookbook geben mit Dingen, die ihr in der Schule tragen könnt, beziehungsweise mit halt eben meinen Klamotten, die euch dann ein bisschen inspirieren können. Also falls ihr das wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, aber die Sache ist halt, das ist ja gar nicht zu meinem eigentlichen Content passt. Ich glaube auch schon, dass es ziemlich interessant sein kann. Als nächstes mache ich mir gerne einen Plan für die ganze Woche. Weil natürlich habe ich nicht nur Schule, ich habe auch noch andere Obligationen und andere Dinge, die ich gerne mache. Sei es jetzt eben Sport oder irgendwie andere soziale Aktivitäten oder Hobbys, die ich gerne ausführe. Das alles plane ich, damit ich dann nicht meinen Blick auf die wichtigen Dinge im Leben verliere. Also ich habe es früher so gemacht, dass ich immer gesagt habe, okay, Sonntag ist mein Reset-Day, wo ich alles organisiere. Dann Montag ist mein Freundetag, wo ich Freunde treffe. Also ich war schon auch, als ich kleiner war, auch schon mega organisiert und habe das so richtig strikt gemacht. Mittlerweile mache ich es nicht mehr ganz so strikt und sage irgendwie, Mittwoch ist der YouTube-Tag, Donnerstag ist der Sporttag, so bin ich mittlerweile nicht mehr. Aber ich plane schon so ein bisschen, wie ich das organisieren kann, sodass alles in meinen Plan eben reinpasst für den Tag. Natürlich ist es aber, glaube ich, sinnvoll, das zu machen, wenn man erst einen Stundenplan bekommt. Und den habe ich auch noch nicht. Ich habe wieder morgen Schule. Wenn ihr das seht, dann habe ich schon wieder Schule. Oh mein Gott. Und ich glaube, ich mache diesen Plan aber erst, wenn ich meinen Stundenplan habe, weil ich dann auch weiß, wie lange ich dann wann zur Schule gehen muss. Und ich mir dann nichts einplane für einen Tag, wo ich bis 17 Uhr in der Schule sitze. Ja, diese Tage gibt es leider auch. Aber ich könnte hier gerne schon mal einen groben Plan machen, was ihr alles in euren Timetable für die Woche haben wollt. Der nächste Punkt ist vor allem für Leute, die in dem folgenden Jahr wichtige Prüfungen schreiben oder richtige Prüfungen auch ablegen, können ja auch mündliche Prüfungen sein. Ich persönlich mache nächstes Schuljahr oder dieses Schuljahr eben mein Abitur. Mein letztes Schuljahr einfach. Ich kann es nicht glauben und ja, weil viele immer fragen, ich werde weiter mit YouTube machen, auch wenn ich schon mein Abitur geschrieben habe. Keine Sorge, hier wird es weiterhin immer sehr gute Videos geben. Keine Sorge. Und ja, ich schreibe jetzt Abitur und das heißt, ich sollte mich vielleicht ein bisschen vorbereiten und deswegen habe ich in den Ferien oder möchte auf jeden Fall auf nächsten Tage auch ein bisschen wiederholen. Einfach mal, damit ich für jedes Fach weiß, woran ich gerade bin und ob ich wieder alles vergessen habe, weil die Antwort ist bei vielen Fächern ja. Allein schon Mathe. Ich habe in Mathe schon wieder vergessen, wie man irgendwie Integrale ausrechnet oder so. Obwohl das halt so simple Sachen sind, die einfach die Grundlage waren für alle Klausuren, die ich geschrieben habe. Wo ich sogar 15 Punkte bekommen habe, Leute. Ich habe schon wieder vergessen. Und deswegen, ja, finde ich es sinnvoll, sich vielleicht mal kurz die Sachen anzugucken, wenn du eine wichtige Prüfung im nächsten Jahr schreibst. Und das muss ja auch gar nicht viel sein. Also es kann auch einfach nur, es können auch nur 10 Minuten sein, die du einfach mal ganz kurz anguckst. Der nächste Punkt ist dein Schlafrhythmus. Ja, ich glaube, wir sind alle teilweise sehr spät in den Ferien ins Bett gegangen, was ja auch vollkommen okay ist, aber sind die Ferien ja auch da. Ich auch teilweise. Und was ich immer probiere, die letzten Tage vor den Ferien, ist eben wieder rechtzeitig ins Bett zu gehen. Also nicht zu spät. Ich meine, heute ist Sonntag, ich habe morgen wieder Schule und ich versuche heute auf jeden Fall wieder früh ins Bett zu gehen, um dann morgen früh aufzustehen. Mein Tipp für euch ist es, dass ihr jeden Tag, falls ihr noch genug Zeit habt, eine Stunde früher aufsteht. Also falls ihr noch Ferien habt und jetzt noch genug Zeit habt und zum Beispiel heute um 0 Uhr ins Bett geht, dann guckt mal, ob ihr vielleicht morgen um 23 Uhr ins Bett geht und dann um 22 Uhr und so weiter. Dass ihr sozusagen wieder euren normalen Rhythmus findet, aber eben nicht von heute auf morgen ganz extrem mit 5 Stunden Unterschied, sondern eben das so in Etappen macht. Das ist mir immer persönlich sehr toll. Der nächste Punkt ist, sich Dinge zu suchen, die dich entspannen lassen. Weil wenn wir jetzt wieder in unseren stressigen Schulalltag kommen, ist es schwierig, da runterzukommen. Und ich finde es sehr wichtig, dass man auch Dinge hat, die einen ein bisschen ablenken,
trinken und bei dem man sich entspannen kann. Und die zu finden während der Schulzeit ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weswegen ich mir das gerne schon im Vorhinein überlege. Ich habe zum Beispiel da das Lesen für mich gefunden. Ich lese total gern, habe auch schon super viele Videos dazu gemacht, zu meinen Lieblingsbüchern und so weiter. Und das ist für mich eine Sache, wo ich immer denke, das ist produktiv, ich fühle mich irgendwie auch ganz gut dabei, aber es macht einfach mega Spaß und ich liebe Lesen total. Und das ist eine Sache, die ich eben mache, wenn ich mich ein bisschen entspannen möchte. Also findet am besten mal ein, zwei, drei Sachen, die ihr machen könnt, wenn ihr gerade zum Beispiel in der Klausurenphase seid oder so, oder danach und dann ein bisschen runterkommen wollt. Sechstens, sucht ihr mal deine liebsten Study-Snacks und Study-Playlists zusammen. Das baut ein bisschen auf dem ersten Punkt drauf auf, denn ich finde, auch wenn man in dem stressigen Schulalltag ist, kann es mal ein bisschen zu kurz kommen, dass man sich dann wirklich Zeit nimmt, sich eine gute Study-Umgebung irgendwie rauszusuchen, weil wir dann mitten im Stress sind und einfach nur, wenn wir was machen wollen für die Schule, einfach nur produktiv und effizient lernen wollen. Du kannst aber wirklich deinen Lernprozess ein bisschen angenehmer machen, indem du den eben angenehmer machst, mit Hilfe von guten Snacks, mit Hilfe von guten Pausenaktivitäten oder eben von Study Playlists mit guten Songs, die du gerne liest, die du gerne hörst beim Lernen. Und das Ganze kannst du natürlich auch schon in den Ferien raussuchen. Das würde dir nämlich mega helfen. Was ich auch ans Herz legen kann, sind Study Livestreams. Also eben Livestreams, wo Leute mit dir zusammen lernen. Und ich habe da auch schon einige Videos gemacht, die ich dir gerne unten verlinke, nochmal in der Infobox. Und da habe ich mit euch zusammen gelernt. Das war mal ganz cool. Und ich werde auch ab Herbst wieder anfangen, Study Livestreams zu machen. Ich habe da auch immer so viele Fragen bekommen. Mittlerweile streame ich auf TikTok jeden Sonntag um 19 Uhr und ab Herbst plane ich eben auch daraus wieder einen Study-Livestream zu machen, also mit euch zusammen zu lernen. Also vergesst nicht mehr mit mir bei TikTok zu folgen, dort heiße ich Lara Emily Official. Es ist wirklich sehr wertvoll, macht das unbedingt. Siebtens, eine Sache, die wir nicht hören wollen, und zwar erledige mal die Aufgabe, die du schon ewig vor dir herschiebst. Ich glaube, wir alle haben diese Aufgaben und die Sache bei mir ist es so, wenn ich diese Aufgabe, die ich ewig vor mir herschiebe, erledige, kommt irgendwie eine neue. Und mein Punkt ist jetzt hierbei, versucht mal diese nervigen Aufgaben zu erledigen. Weil meistens sind es Sachen, die man innerhalb von 10 Minuten oder ungefähr erledigen kann und oder nicht lange dafür braucht und man schiebt die sich aber so lange vor sich hin. Bei mir war es zum Beispiel mal irgendwie einen Brief von der Bank beantworten und ich habe das so lange von mir hergeschoben. Und das ist eine Sache, die kann ich so schnell erledigen, aber es baut sich immer wieder auf und diese Hürde ist immer da und dann ist mein Kopf die ganze Zeit voll mit dieser Aufgabe und das nervt und das möchte man noch nicht im Schulalltag, dass man die ganze Zeit von dieser blöden Aufgabe irgendwie genervt wird, aber sie ist irgendwie immer da und deswegen ist jetzt das Zeichen für euch, erledigt diese blöde Aufgabe, die die ganze Zeit vor euch herschiebt. Heißt es vor euch herschiebt, vor euch hinschiebt? Doch, vor euch herschiebt, ne? Der achte Punkt ist auch mega wichtig. Und zwar, wenn du gerade noch Ferien hast, dann genieße sie bitte. Weil meine Ferien sind so schnell vergangen, ich kann es nicht glauben. Ich habe sie auf jeden Fall total genossen. Und wenn ich zurückdenke, bin ich froh über die Ferien. Ich habe coole Dinge erlebt und Momente gehabt. Und ja, möchte, dass ihr das auch habt. Deswegen genießt auf jeden Fall auch die Ferien, wenn ihr gerade noch Ferien habt. Und macht nicht zu viel Stress wegen der Schule. Weil ich kriege eben so als Study-YouTuberin ganz oft irgendwie Kommentare bei TikTok, bei YouTube, bei Instagram, wo Leute eben fragen, wie kann ich mehr lernen? Was lernst du in den Ferien? Wie kann ich mich gut vorbereiten? Und das finde ich voll cool, dass ihr da hinterher seid, bin ich ja auch. Trotzdem möchte ich, dass ihr euch ein bisschen entspannt in die Ferien und zwar dafür sind sie eben da. Also vergesst das auf gar keinen Fall. Dann der neunte Punkt, der wichtigste Punkt eigentlich hier ist, abonniert meinen Kanal und guckt regelmäßig meine Videos. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr alle meine Videos guckt und die Tipps anwendet, es wird life-changing sein. Ich sage das nicht, weil ich eine hohe Zahl neben meinem Abo-Counter haben möchte, sondern wirklich, weil ich täglich Kommentare bekomme von Leuten, die wirklich sagen, dass sie durch meine Videos den Schnitt verbessert haben und dass sie total dankbar sind und ich freue mich darüber einfach immer und hoffe, dass es dir, die Person, die das hier gerade sieht, dass es dir auch so geht. Deswegen freue ich mich auch sehr, dich hier bald wieder zu sehen. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und hoffentlich bis sehr bald mal wieder. Tschüss!